Ich bin Neoblade. Wir sind mittlerweile in der Goldliga angekommen, spielen gegen Int, den Protoss. Und bevor ich zur 11-Minuten-Entscheidung komme, möchte ich so ein paar Dinge zu Pylon Block und Cannon Rush sagen. Okko und ich haben dazu sehr, sehr, sehr viele Replays gemacht. Okko sagt einfach Pool zuerst bauen und ganz normal und ganz ruhig weiterspielen. Das gelingt mir hier nicht so sonderlich gut, weil der Protoss weiter Druck macht. Ich muss allerdings dazu sagen, dass mir mittlerweile meine Spielerfahrung, ich habe 3000 Spiele gemacht ungefähr, sagt, wann ein Gegner sich durchcheesen wird und wann ein Gegner Druck machen wird und wann nicht. Und ich sage ganz klar, ihr braucht mit Hedge First vor Pylon Block und auch vor Cannon Rush keine Angst zu haben. Man sieht auf dem Stream von Okko ein Spiel, wo ich völlig versage gegen Pylon Block, beziehungsweise gegen Cannon Rush, nicht gegen Pylon Block. Und hier passiert halt direkt beides. Und ich zeige hier auch eine Technik, die angewendet werden kann und eigentlich gut funktioniert. Ich hätte hier problemlos meine Hedge First durchbringen können, aber ich war aufgeregt, habe falsch geklickt und deswegen konnte er meine Hedge blocken. Ganz wichtig ist einfach, wir schauen unser Income jetzt mal an gerade, dass ihr, also er sieht meine Drohne nicht, die da runterfährt, und eine Drohne verfolgt jetzt die Probe. Und wenn man das jetzt, ich mache jetzt mal auf langsam, sieht, ich könnte die Hedge bauen, jetzt habe ich 330 und ich würde es schaffen. Aber weil ich das falsch mache, schaffe ich es nicht. Und deswegen habe ich jetzt 340 Mineralien. Aber wie funktioniert das? Ganz simpel. Man geht jetzt mit einer Probe darüber. Daraufhin erkennt der Protoss, okay, er will die Hedge woanders bauen. Dann dreht man einfach um und baut die Hedge dort an der anderen Stelle. So. Ein Pylon ist fertig geworden. Und wir sehen, vom Income her ist der Protoss nicht so deutlich vorne. Vor allem, weil er jetzt zwei Pylons baut. Also, schauen wir mal, Spendings. Habe ich sogar mehr Economy und mehr Technology. So, jetzt kommt aber die Problematik. Und deswegen pulle ich direkt drei Probes. Und jetzt geht mein Income wahrscheinlich auch runter. Jetzt kommt halt das ganz Wichtige. Der Protoss möchte hier hinter der Ecoline Cannon Rush. So, das verhindere ich, indem ich da die Probe hinstelle, dass da keine pa Cannon gebaut wird. Und schon verfolgen ihn drei Probes. Man kann jetzt sagen, dass das in der Goldliga natürlich der Income-Unterschied ist da, keine Frage. Aber meine Hedge First ist durch, mein Pool ist fertig. Und er baut jetzt da einen Pylon hin, der super gut. So, jetzt verliert er seine Probe. Jetzt wird er gecancelt. Schauen wir mal gerade in die Base des Protoss. Eine Cannon steht hier schon. Hier wird das Gate gebaut, hier wird der Nexus gebaut. Und jetzt bin ich wieder in meiner Vision. Ich habe mehr Arbeiter. Ich habe ein bisschen schlecht gemakrot, weil meine Queens müssten einfach gebaut werden. Das sind halt noch so Aufgeregtheitsgeschichten. Diese Hedge, die ich da baue, das wird eine Makro-Hedge hinterher. Die darf nicht gebaut werden, da müssen die beiden Queens kommen. Dann ist alles im grünen Bereich. Units 15 zu 17. Income hat er etwas mehr. Aber er verliert halt auch Pylons. Und man wird sehen, dass das in diesem Spiel in keinster Weise irgendwie wichtig ist. Losses gucken wir uns an. Protoss hat bereits 100 verloren. Mein Spinecrawler wird fertig. Da wird also keine Cannon mehr hingebaut. Die Linge greifen da an. Aber halt ganz klar, Riesenproblem ist, die Queens zu bauen. Die werden jetzt erst gebaut. Ich mache mal ein bisschen weiter. Ich werde auch relativ schnell Gas fördern, weil mein Bild ist jetzt sowieso kaputt. Ich versuche mir jetzt die Pylons zu greifen. Er hat den Pylon noch rechtzeitig abgebrochen. Wir gehen mal auf Income.
Ich bin weit vorne im Income. Weit, weit, weit vorne. So. Mein Overlord, ich hätte noch einen Overlord da hinten hinfahren können und so weiter. Und ich bin 3 Base. Er hat mich dazu gezwungen, 3 Base zu sein. Ich scoute mit meinen Lingen ab, wo er rausgeht. Ich habe einen Ling hier unten an seiner möglichen dritten. Und ja, schauen wir uns mal an, wie das weitergeht. Ich mache jetzt mal wieder faster. Also Benchmarks sind natürlich alle gefailed. Benchmarks wegen Pylon, Block und 3-3 Hedge Fail. So, da ich von ihm wenig Units gesehen habe, baue ich jetzt sicherheitshalber Spawncrawler, damit er mir da nicht so wehtun kann. Und jetzt kommt gleich eine Riesenfehlentscheidung. Eine Riesenfehlentscheidung, und zwar genau jetzt. Den Roach Warren hier hinzubauen. Hier kann er angreifen, da kann er angreifen, hier kann er langlaufen und hier kommt er auch brav. Der Roach Warren ist hier eine Katastrophe. Der Roach Warren ist hier gut. Oder hier ist er gut. So. Deswegen muss ich den Roach Warren jetzt auch abbrechen. Bin dadurch im Tech hinten. Aber wir schauen uns das mal an. 33 zu 37 Drohnen. Aber er verliert. Er verliert unendlich. So, ich tausche eine Queen gegen einen Mothership Core. Das ist jetzt ein Micro-Fail, dass er da meine Queen rausnehmen kann. Die war eigentlich schon. Aber ihr seht, der Protoss ist hinten. Also er ist in Technology vorne, sonst ist er überall hinten. Lost ist er hinten. Linge kommen jetzt raus. Weil ich so viele Linge baue, werde ich auch Speed erforschen. Kommt halt auch ein bisschen zu spät. Könnte hier schon längst erforscht werden. Leer könnte längst. Ist schon fertig. Der Roach Warren, dann kommt Roach Speed sofort. Er produziert gar nichts, hat durch sein Harassment riesen Overmins bekommen. Und ja. Schauen wir einfach mal, wie das weitergeht. Ich gehe mal in meine Vision. Ich habe eine Makro-Hedge. Ich bin 3 Base. Die Linge sind ein bisschen viel gewesen, muss ich zugeben. 16 Drohnen werden gebaut. Was auch noch besser laufen könnte, ganz klar, ist hier Queen. 37 Energie, 56 Energie, kein Creep Spread, 64 Energie. Also hier müsste man da zwei Tumore, hier zwei Tumore. Das ist auf der Karte einfach wichtig, wenn man dazu gezwungen wird, hier eine Hedge zu nehmen, damit man irgendwann hier lang creepen kann. So, hätte ich jetzt schon Speed, wäre diese Armee hier sehr stark dezimiert. Aber ich weiß, er möchte irgendeinen Push spielen. Er möchte hier einen Pylon hinbauen. Baue ich während das, ich baue 14 Roaches, während ich hier den Pylon abbreche und baue. Schauen wir uns an. 52 zu 36 Drohnen. Immer beachten, wenn ihr Overmins habt, habe ich die Makro-Hedge hier gebaut. Und so weiter und so weiter. Er kriegt Overmins, ich bekomme keine Overmins. Roach Speed ist bald fertig, verzögert, aber wir haben halt ein Income von 1500. Wir müssen noch ein bisschen drohen. Da kommen auch welche. Und ein bisschen Overlords bauen. Er hat noch keine dritte. Er hat noch keine dritte. Army Value habe ich sogar mehr. Das heißt also, ich bin in allen Bereichen vorne, nur in Technology halt nicht, was halt daran liegt, dass ich die Evos vergessen habe. Deswegen sagt Okko immer, ruhig spielen, ruhig spielen, ruhig spielen. Wir schauen uns hier das Engagement an. Ich spiele übrigens gegen Int, den Protoss. Schauen wir uns das hier an. Ich schaue eigentlich auch gar nicht den Kampf an. Ich will halt die Sentries kriegen. Ne? Meine Roaches laufen da selber rum. 13 Roaches werden gebaut. Er kriegt Overmins, 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 Overmins. Und er versucht, also er nicht, er produziert gar nichts. Er produziert gar nichts. Ich produziere Roaches.
Er produziert gar nichts, er produziert gar nichts. Er versucht seine Armee zu retten. Also hier drauf zu gehen ist von mir genau das Richtige. Slow Field, Micro angewendet, produziert nichts, produziert nichts, produziert nichts. Produziert gar nichts. Headbang Move gemacht, Roaches gebaut, Linge gebaut, produziert gar nichts, produziert gar nichts. Produziert gar nichts. Diese Leute glauben durch einen Pylon-Block, weil sie bei Pro-Gamern das gesehen haben, gewinnen sie das Spiel. Aber sie gewinnen das Spiel nicht mit 3000 Overwatch. So, ich nehme den Pylon hier wieder raus. Ich halt etwas viel Gas. So. Hat er eine dritte genommen? Hat keine dritte genommen. Gut, schauen wir weiter die Produktion an. 8 Drohnen. Wie viele Arbeiter haben wir mittlerweile? 73, perfekte Zahl. Schauen wir gerade die Bases an. Hier fast gut saturiert, richtig saturiert und auch richtig saturiert. Ich spule den Kampf gerade nochmal zurück, damit wir halt da sehen, dass der A-Move problemlos irgendwie funktioniert. Ich muss irgendwie durchkommen. So, Sentries sind da. Die müsste ich jetzt irgendwie rausnehmen. Da nehme ich jetzt Probes raus. Hätte ich da schneller reagiert, wären da jetzt Vierlinge in der Eco-Line. Und das war's jetzt für ihn. Da hat er keine Chance mehr gegen. Er steht Army Value 1800 zu irgendwas. Ich nehme gerade die Gold Base, habe also gehext, nehme gerade eine Makro Hedge und so weiter, habe genug Gas. Supply Blocks sind ein bisschen das Problem. Gucken wir unsere Saturation an. 21, 17, 16, 3 im Gas, 3 im Gas, 3 im Gas, 3 im Gas. 3 im Gas, 3 im Gas, deswegen habe ich auch so viel Gas. Könnte man eventuell auf Banelinge auch mal gehen, um ein bisschen was wegzubomben. Aber generell, 2 Pylon-Blocks gemacht. Er war ein bisschen vorne, weil ich auch falsch reagiert habe, weil ich die Queens nicht gebaut habe. Aber er hat Overmints bekommen. Und lasst euch von sowas nicht jack machen. Lasst euch von sowas einfach nicht jack machen. Spielt zur Not ein Speedling-Expand gegen solche Leute. Dann baut er den Pool und ein Gas direkt und eine Queen ist auch eine Möglichkeit. Oder ihr geht zur Goldechse auf der Karte hier. Das scoutet so ein Protoss nämlich nicht. Das wäre eigentlich noch die vielleicht noch die bessere Alternative gewesen, weil schauen wir uns von ihm das Scouting mal an. Da sieht man, okay, dritte gescoutet, aber hier gar nichts, ne? Hier oben nie gescoutet. Also von daher, ja. Das wollte ich euch mal zeigen. Wir sind jetzt in der Goldliga und fangen bald auch mit der 11-Minuten-Entscheidung an. Und dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Replay.